Jo Leute, Dero ist am Start. Die Nesca geht in das nächste Rennen. Wir gehen zum All-Star Race nach Charlotte. Was das ist, wie das funktioniert und so weiter und so fort, werde ich euch jetzt gleich alles erklären, wenn wir in Charlotte sind beim All-Star Race. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt dahin. Ich habe den neuen Sponsor auch schon drauf geklatscht. Ach ja, und ich wollte nochmal nachgucken, was In-House Engine bedeutet. Vielleicht könnt ihr das ja machen, vielleicht wisst ihr das, dann schreibt es mir doch einfach unten in die Kommentare. Das wäre ganz cool. In-House Engine, da muss ich nochmal nachgucken. Wir nehmen die Refurbished Engine, wir lassen alles wie es ist. Und ich würde sagen, wir gehen in das All-Star Race. Da kann man richtig fette Kohle auf jeden Fall absahnen. Das ist kein Meisterschaftslauf in dem Sinne, sondern mehr so ein Event. Deswegen wird die Folge auch heute kürzer werden, denn das ist halt ein kürzeres Event, was kein ganzes Rennen halt beinhaltet. Ich werde euch das gleich erklären, wie das funktioniert. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Rennen. So, wir fahren 18 Runden. Ihr seht es, also es wird nur sehr kurz. 5 Minuten Training, ich würde sagen, wir drehen mal ein paar Ründchen. Lasst uns mal auf die Strecke gehen. So, ja, das NASCAR All-Star Race, während ich hier gerade meinen Schreibtisch vollgerotzt habe. Aber macht nichts. So, ich muss erstmal gucken, die Tasten. Okay, das war Kamera wechseln, weil ich wollte gerade eigentlich Race Room Racing, also DTM aufnehmen. Und dann werde ich rausgeschmissen, weil die Server jetzt gerade gewartet werden. Super, oder? So, ja, also das All-Star Race ist mehr so ein Event als wie ein richtiges Meisterschaftsrennen. Das habe ich ja schon gesagt. Es geht einfach darum, dass man hier ein Rennen fährt. Es ist natürlich trotzdem ein Rennen. Dabei ist das so, dass man erst, ich weiß gar nicht, wie viele Runden fährt zu Beginn. Dann wird das Rennen unterbrochen, also mit einer Caution so gesehen, nicht durch einen Unfall oder so, nein, nein. So, dann wird das Rennen unterbrochen. In dieser Unterbrechung gehen alle an die Box, alle machen einen Boxenstopp und wie man dann aus der Box kommt, wird wieder neu gestartet. So läuft der ganze Hase. Dann wird das Rennen wieder neu gestartet mit ja, den Platzierungen, wie aus der Box gekommen wird, also der Boxenstopp muss auf jeden Fall eingelegt werden, dann muss nachgetankt werden, dann müssen die Reifen ausgetauscht werden. Und ja, das ist so ein kleines Duell auch zwischen den Boxencrews dann, weil es ja natürlich darum geht, wer die schnellere Boxencrew hat, der kommt auch weiter nach vorne, der kommt weiter raus und hat natürlich bessere Chancen, dieses Rennen natürlich für sich zu gewinnen und die Kohle mitzunehmen, weil hier kann man ordentlich Kohle mitnehmen, wenn ich mich richtig erinnere, kann man hier ordentlich Kohle mitnehmen. So, und im Grunde war es das schon, ihr werdet es gleich merken, es ist nicht schwer, aber hier geht es halt um viel, viel Kohle. Und das ist das Interessante an der Sache, das ist einfach nur ein Event, wo man halt hinkommt, um Geld zu verdienen. Mehr nicht. So, was hat man noch für Fragen? Ach ja, genau, jemand hat gefragt, ob ich mal erklären kann, den Unterschied zwischen Sprint Cup Series, Nationwide Series und Camping, nee, World Camping Truck Series. Oh, ich denke, oh, World Camping Truck Series sagt schon alles. Da wird mit Pickups gefahren. Also es sind wirklich Pickups, die haben hinten so eine Ladefläche auch, die ist natürlich abgedeckt. Die haben Pickup-Chassis und fahren die im Grunde genau dieselben Rennen wie die NASCAR Sprint Cup Series auch. Unterschied ist natürlich, man fährt mit Pickups und die sind natürlich deutlich langsamer. Man kann die Sprint Cup Series so als die Formel 1 bezeichnen. Die Pickups, also die Camping World Truck Series, ja, ist so die GP3. Ne, so gesehen, so eine Vorklasse. Und die Nationwide Series, die fahren auch nochmal auf anderen Chassis. Da fährt zum Beispiel Ford mit einem Mustangs-Chassis. Und ich weiß gar nicht, Chevrolet, was die da fahren, kann ich gerade gar nicht mal sagen. Ich glaube, Camaro oder sowas in der Art. Ich bin mir aber gerade gar nicht mal so sicher. Und die Nationwide Series ist auch eine Vorserie zur Sprint Cup Serie. Also die fahren auch mit langsameren Autos, mit einem anderen Regelwerk, mit weniger Runden im Rennen. Und ist sozusagen die GP2 der NASCAR. Und die Sprint Cup Series hat natürlich die fettesten Autos, also die schnellsten von allen, haben die meiste Renndistanz. Die volle Distanz, weil es ist halt so wie die Formel 1, ne, die volle Distanz, die GP2 fährt ja auch weniger, dementsprechend auch die Nationwide Series. Und das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie, ja, Grund auf andere Serien sind, es ist halt nur, dass das Einsteiger-Serien sind. Genauso wie dieses Late Model, das ist zum Beispiel für die ganzen Anfänger. Und es ist aber auch so, dass in der Nationwide und auch im Camping World Truck Series
auch bekannte Fahrer mitfahren. Unter anderem hat Kyle Busch fährt in der Camping World Series mit und Dale Earnhardt Jr. fährt schon mal bei der Nationwide Serie mit. Also das machen die schon mal aus Spaß. Das ist halt so, irgendwie hat sich das halt eingebürgert. So ist das. Im Grunde ist es nicht schwer zu erklären. Ja, und zum Chase. Stimmt, ich habe ja schon einen Sieg und ich habe nicht drüber nachgedacht, dass die Chase-Regeln ja, oder die Chase-Regelung in diesem Jahr ja verändert wurde. Da wurde ich ja darauf hingewiesen, oh, da war einer neben der Strecke, wurde ich ja darauf hingewiesen, dass ich doch schon im Chase bin, weil ich doch schon gewonnen habe. Ja, das neue Motto des neuen Chase ist ja Win and you are in. Also jeder, der einen Sieg hat, ist im Chase dabei, maximal 16 Fahrer. Also 16 verschiedene Sieger heißt 16 Fahrer im Chase. Ich habe sogar schon zwei Sieger, das heißt, ich bin definitiv im Chase drin. Und es ist auch so, sollte es nicht 16 verschiedene Sieger geben aus 16 Rennen, dann wird die Liste aufgefüllt nach der Tabelle. Man kann sich aber auch qualifizieren für den Chase, wenn man keinen einzigen Sieg hat. Allerdings muss man dann nach 26 Rennen oder nach 24 Rennen Gesamtführender in der Wertung sein. Wenn man noch keinen Sieg dann hat, ist man trotzdem im Chase dabei. Also die neue Chase-Regelung ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen kniffliger als die alte. Aber gut, jeder Sieger ist im Chase dabei. Maximal 16 Sieger kann es dann geben. Sollte man keinen Sieg haben und erster in der Gesamtwertung nach 26 Rennen sein, dann ist man trotzdem im Chase. So läuft der Hase. Sollten es keine 16 Sieger geben, dann, wie gesagt, wird die Liste aufgefüllt nach der Tabelle. So ist das. Ich habe schon zwei Sieger, also ich bin definitiv im Chase dabei. So, wir gehen jetzt in die Qualifikation und ihr werdet gleich sehen, es wird keine normale Quali geben. Es wird ein Rennen geben. Also abwarten und Tee trinken. Geht gleich los. Erstmal wird in die Nacht gewechselt und dann geht es gleich los. Ich meine, es gibt hier keine normale Quali. Ich meine, die Qualifikation ist das auch schon ein Rennen. Und da werden wir in zwei Grids aufgeteilt. Also wir fahren mit kleineren Feldern und dadurch wird halt die Startaufstellung sich ergeben. Qualifying is based on your total time over 3 laps, including a mandatory pit stop. Stimmt, sowas. 3 Runden inklusive Boxenstopp, das ist die Qualifikation. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Stimmt, die Qualifikation war ja so, das Rennen war dann mit dem Boxenstopp die Sache. Und ja, alles klar, ich hab's wieder. Ist ein bisschen tricky, aber wir haben's. Man muss da erstmal durchsteigen und dann geht... Guck mal, der Asphalt geht durch mein Auto. Was war das denn? Tatsächlich, guck mal, zwischen Motorhaube und dem Dach kann man Asphalt sehen. Oh Mann, was ist das denn für ein Bug? Das irritiert mich gerade ein bisschen, aber gut. So, wir müssen jetzt 3 Runden fahren. Ich weiß nicht, wann der Boxenstopp kommt, das werden wir gleich sehen. Das wird mir, soweit ich weiß, angezeigt. Auf geht es in diese besondere Qualifikation zum All-Star Race. So, Denny Hamlin ist 2 Minuten 13 unterwegs gewesen. Also hat 2 Minuten 13 gebraucht für das ganze Prozedere. Mal sehen, wie lange wir brauchen werden. Ich bin gespannt. So, eine Runde haben wir jetzt gleich hinter uns. 2 Minuten 13, 3. Das ist die Zeit von Denny Hamlin. Oh mein Gott, warum wird mir denn kein Indikator angezeigt? Mein Indikator ist weg. Das war natürlich richtig scheiße. Das kostet schon Zeit. Super. Nächste Runde. So, jetzt in dieser Runde müssen wir in die Box. Und wenn ich nicht reinkomme in die Box, dann bin ich natürlich nicht qualifiziert. So, ich bin jetzt schon langsamer als Denny Hamlin. Mal sehen, ob wir das noch aufholen können überhaupt. So, jetzt sollten wir schon mal so langsam runtergehen. Bremsen. Und... Oh, viel zu schnell. Macht aber nicht. So, alle 4 Reifen müssen jetzt gewechselt werden. Keine Reparatur, nicht. Es werden nur 4 Reifen gewechselt. Ihr seht oben links, die Zeit läuft weiter. Ich bin gespannt, wie lange wir am Ende brauchen. 12 Sekunden sind wir jetzt schon dahinter. Also das ist nicht gut. Das war auch wegen diesem Unfall. Ist natürlich scheiße. Ich hoffe, mein Team gibt jetzt alles. Jetzt geht es nämlich um die Wurst. Ist was ganz Besonderes hier. So, schnell. Hopp, hopp. Heute geht es nicht um Position im Rennen, sondern um Position in der Qualifikation. Auf dem Grid.
So, weiter geht's. Komm schon. So, great stop. Weiter geht's. Auf geht's in die nächste Runde. Weiter, 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 weiter. Komm schon. Aber ich glaube, das wird nichts. Nee. Das wird nichts mit der 2 Minuten 13. Das wird, glaube ich, gar nichts. 58, 59. Jetzt ist 2 Minuten voll. Jetzt ist nicht mehr viel. Oh nein, jetzt verballer ich hier noch mehr Zeit. Das war gar nicht gut. 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ganz, ganz knapp. Ah, ärgerlich. Hätte ich da die Wand nicht berührt, dann wäre das richtig gut geworden. Ganz knapp nur. Ganz knapp nur, ihr seht es. Na gut, so ist das. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in das All-Star Race. Da muss man auch einen Boxenstopp machen. The winner of each of the first four segments are placed in the first four spots on the grid for the all-important fifth and final round to determine the winner. Also es gibt vier Segmente, die Sieger aus dem jeweiligen Segment starten in der nächsten Runde vorne. Meine ich, so war das. Wir werden es gleich sehen. Es ist ein bisschen komplizierter, die ganze Sache, aber gut. Kriegen wir es schon hin. Welcome to Charlotte Motor Speedway in the feature event of Stock Car Racing's All-Star Night, the Sprint All-Star Race. I'm Mike Joy with Darrell Waltrip. Pretty simple, Mike. Checkers or wreckers. Everybody builds a special car for this race because it's a special race. A lot of money, no points. It's boys have at it at its finest. No points? No problem. Some teams approach this race as bring home the checkered flag or just bring back the steering wheel and let it all hang out. A lot of fans? A lot of money on the line. Why not? It's the Sprint All-Star Race and it's ready to go. Ja, alles oder nichts, ihr habt gehört. Für die Teams zählt hier, entweder du bringst das Geld nach Hause oder, wenn du Pech hast, nur ein Lenkrad, weil du das Auto zerlegt hast. Ihr seht es, wir fahren mit einem kleineren Feld. Puh. No points, no problems. Es geht hier nur um die Kohle und hier gibt es richtig viel Kohle. Und deswegen werde ich hier versuchen, alles zu geben. Auf geht es in den ersten Teil des Rennens. Oh, keinen guten Start erwischt. Bin da nicht gut weggekommen. So. Konzentration, 18 Runden stehen auf der Uhr. Oh, 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 oh. Ah, scheiße, das war schon richtig scheiße. Das war schon richtig scheiße. Fuck. Jetzt bin ich schon richtig weit hinten. Das ist schon viel zu weit hinten. Nein, Leute. Komm, oh mein Gott. Da habe ich einen angeschubst, das wollte ich nicht. Aber so ist das. Passiert. Oh nein, da werde ich umgedreht. Es gibt eine Caution. Was war das denn? Oh, 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 oh. Ich habe nur gemerkt, dass ich hinten einen Schlag bekommen habe. Da bin ich oben. Ah, ich habe das nicht gemerkt, gesehen, mitbekommen. Oh mein Gott, Riesenunfall mit Überschlag von Greg Biffle. Mir ist zum Glück nichts passiert. Glück gehabt. So, wir gehen nicht in die Box. Das ist natürlich gar nicht gut, wenn wir jetzt hier schon Unfälle haben. So, ich bin auf der 14. Ist natürlich jetzt scheiße gelaufen, aber gut, da kann ich nichts machen. Eine Caution ist jetzt hier halt passiert, da gab es halt einen etwas größeren Unfall. So ist das. Gleich erfolgt der Neustart. Get ready. Und go, es geht wieder los. Ja, mein Wagen hat wieder einen schlechten Start. Oh oh, die vor mir kommen aber auch nicht gut weg. Scheiße, ich muss da vorbei. So, Cole Edwards jetzt hier vor mir in der 99. Ihr seht es. Jetzt geht es erstmal darum, Geschwindigkeit aufzunehmen. Komm schon. Oh Mann, ich möchte Geld. Big Money, ich sag's euch. Hier gibt's richtig Big Money. Ohne Scheiß. Hier gibt's richtig fette Kohle. David Dragon. Oh mein Gott, wie hart bremst der denn? Oh, komm schon. Ganz knappe Kiste hier. Ich möchte weiter nach vorne. Ah nein, das erste Segment ist schon vorbei. Nein, das ist schlecht. Das ist schlecht, dass ich hier nur als 17. rausgegangen bin. Round over. Wir sind nur als 17. raus. Ja, Denny Hamlin gewinnt dieses Segment. Round completed. Das ist scheiße. So. Jetzt, glaube ich, müssen wir oder müssen wir nicht... Ne, wir müssen jetzt keinen machen. Ne, die anderen machen auch alle keinen. Stimmt, wir müssen keinen machen. So, in der Quali war das nämlich nur mit dem Boxenstopp. Ich habe mich gerade
ein bisschen vertan. So, wir starten von der 17. Okay, also da, wo wir gerade ins Ziel gekommen sind. The winner of the first segment takes the pole in the final round. But don't worry, you've got three more rounds to lock in a place at the front of the grid. Ihr habt's gehört, der Gewinner dieses Segments jeweils wird von vorne starten im Hauptrennen. Da, wo es richtig fette Kohle gibt. Also mein Start ist wie immer total scheiße, weil man hier Wheelspin hat, weil der Autopilot einmal abbremst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir kommen weit nach vorne. Nice. So, jetzt alles oder nichts. Wie gesagt, alles oder nichts. Einfach alles oder nichts. Oh Mann, nein, komm schon. Ich will hinterherkommen. Ich will hinterherkommen. Oh, ganz schlechte Linie gefahren. Nein, ich brauche Windschatten. Komm schon, nein, 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 nein. Oh, das mache ich nochmal. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Retry. Sorry, Leute, das mache ich aber jetzt gerade mal. Heute mache ich das nochmal. So, Gas, komm schon. Komm, 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 komm. Ich brauche Windschatten oder irgendwas. Komm schon. Ich muss hinterher. Oh nein, ich fahre gar keine gute Linie. Scheiße. Scheiße, das wird die Wand. Oh nein, das mache ich auch gleich nochmal. Oh, verdammt. So, Retry von hier am besten. Scheiße, Mann, was ist denn los mit mir? Ne, ich komme schon wieder so weit raus. Scheiße, 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 scheiße. Komm schon, Windschatten. Oh nein, das wird nichts. Komm schon, Habeck, ich krieg dich. Jawohl, 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 jawohl. Gut. Nein, bisschen zu weit. Bisschen zu weit. Nochmal. Retry. Oh fuck, ey. Das ist unglaublich. Das Rennen macht einen einfach nur fertig. So, jetzt wunderbar. Oh, ganz knapp noch die Kurve gekriegt. Jetzt sind wir in den Top 10. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Runde in diesem Segment. Ja, die da vorne fahren uns irgendwie weg. Oh, Junge, drückt sich da einfach durch. Wer ist das? Habeck. Komm schon. Oh nein, ich bin unten drauf gefahren. Das schiebt mich wieder raus. Komm schon. Oh mein Gott, das ist so ein verrücktes Rennen. Ich brauche Windschatten. Oh, geht doch weg. Ich muss hier durch. Oh mein Gott. Warum komme ich nicht nach vorne? Das ist unglaublich. Hier kann man so viel Kohle machen. Und ich nehme einfach gar nichts mit, wenn das so weitergeht. Ich werde einfach übelst nach hinten durchgereicht. Oh, komm schon, nein. Nein. Nicht gut. Fuck. Scheiße, das Segment ist vorbei. Ich habe schon wieder nichts. Mann, das kann es doch nicht sein. Und Tony Stewart überholt mich noch ganz knapp vor der Linie. Was ist denn das? Oh, fuck, ey. Nur 15. Wer hat... Boah, Denny Hamlin, 8 Runden schon. Trevor Bayne hat noch keine, aber hat sich qualifiziert für das... Ja, da ist in den Top... einer auf den Top Startaufstellung hat sich die zweite Position gesichert. Fuck. Mal sehen, geht jemand an die Box? Ich glaube nicht. Mann, oh. Ne. Scheiße, Mann, was ist denn das? Ich starte wieder von der 15, also wieder weit hinten. Ja, you still got time, aber ich komme nicht nach vorne, verdammt. Ich komme einfach nicht nach vorne, das gibt es nicht. Get ready und go. Und wieder so einen Wheelspin gehabt hier am Start, das ist so scheiße. Wegen dem doofen Autopiloten. So, Round 3. Runde 3. So, Windschatten, komm schon. Ich brauche von irgendjemandem Windschatten. Komm, bitte. So, jetzt konzentrieren. Und schön hier reinhängen. Ja, 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 ja. So kann es gehen. Aber ich komme einfach nicht vorwärts. Was ist denn das?
Warum sind die denn alle so schnell? Ich hasse die erste Kurve hier. Oh, fuck. Ja, jetzt haben wir eh verkackt. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, der schubst mich noch in die Wand. Och, fuck, ey. Reagan Smith. Das gibt es nicht. Das ist doch... Mann. Ich möchte doch auch Kohle. Scheiße. Das ist so scheiße. So, und gleich kommt das finale Segment. Und dann, ja, die sich dafür gut qualifiziert haben, stehen halt vorne. Och, so eine Scheiße, Mann. Ich ärgere mich gerade schwarz. Ich ärgere mich gerade richtig schwarz. So, jetzt erstmal Tony Stewart hier kassiert. Oh Mann, nein, da komme ich nicht mehr dran. Ach, fuck, ey. Schade eigentlich. Ich wäre sehr, sehr gerne da dran gekommen. Das ist die letzte Runde hier von diesem Segment. Wenn ich mich... Ja, ich meine ja. Scheiße, ey. Die fahren uns davon, weil ich einfach keinen Windschatten bekomme. Das ist wirklich ärgerlich. Ich hätte vielleicht noch den einen oder anderen bekommen, aber so leider nicht. So wird das leider nichts. Schade, schon wieder nichts rausgeholt. Mann. Nein, so, also so läuft das hier wirklich gar nicht. Nee, 18. Wer hat sich als nächstes qualifiziert? Matt Canset startet von der 3 im finalen Segment. Scheiße, Mann. Mann, das geht gar nicht. Ich muss mal kurz in die Option. Driver Assist. Racing, Steering Assist. Müssen wir mal höher machen. Ansonsten eigentlich gar nichts. So. Yes, I want to save the changes. Continue. So, wir gehen in die letzte Runde hier. Ich meine, das ist die letzte Runde. Ach nee, eine Runde. Das ist jetzt die letzte Runde und danach geht's ins Finale. Puh. Nochmal schön durchatmen. Und dann geht's jetzt in die letzte Runde. Wieder Wheelspin. Und das hält mich einfach nur tierisch auf. Oh, komm schon. Nein. Das ist scheiße. Wir müssen es nochmal. Das ist richtig scheiße mit dem, dass die mich da so dermaßen aufhalten. Ah, das wird gleich ein ganzer Restart. Alles klar. So, jetzt komme ich hier schon wieder nicht. Mann. Ich möchte doch vorbei. Komm schon. Ich muss ganz viele Positionen gut machen. Konzentration. Ich mache euch mal die Namen gerade an. Damit ihr auch wisst, mit wem ich es hier so zu tun habe. Ich kriege keinen Windschatten. Schon wieder. Oh. Das ist verkackt. Nochmal. Mann, das ist eigentlich gar keine Kunst hier. Aber ich kriege einfach keinen Windschatten. Nein, du kommst nicht durch. So, jetzt habe ich ein paar Positionen gut gemacht. Oh, ganz enge Kiste hier. Auf welcher Position bin ich? Immer noch 16. Dachte, ich bin schon viel weiter vorne. So, Konzentration. Warum überholen mich denn alle? Ist es außen doch vielleicht schneller? Oh, Windschatten. Scheiße, keine einzige Runde gehe ich hier als Sieger raus. Nichts. So, wieder ein paar überholt. Bin ich schon wenigstens auf der 16. Komm schon, bitte. Ich möchte noch ein paar kassieren. Nicht mehr viel zu fahren. Guckt mal, wie viel Zeit ich hier einfach nur verliere. Oh Mann, das war richtig dumm von mir. Gleich nochmal. Oh Mann, das ist einfach so frustrierend schwer. Das ist doch scheiße. Das ist einfach so frustrierend schwer. Ich weiß auch nicht warum. Und ich versuche schon so gut es geht hier hinterher zu kommen. Keine Chance. Keine Chance. 16. bin ich. Überlegt euch das mal. So, jetzt kann ich vielleicht an ein paar noch vorbeigehen. Fragezeichen. Ist die letzte Runde jetzt? Ich meine, das ist jetzt hier die letzte Runde und dann
geht's nochmal in ein anderes Segment. Wenn ich mich nicht irre. Das war nicht gut, das wird die Wand. Mann, ich darf da einfach nicht drauf fahren. Das ist zum Kotzen. So viele Retries, wie ich jetzt hier schon benutzt habe, so viel habe ich noch nie benutzt. Das ist echt richtig scheiße. Und schon wieder. Ich mache es schon wieder und diesmal wird es wieder die Wand. Mann, das ist doch nicht normal. Was mache ich denn hier? Leute, was ist denn hier los? Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt. Jawohl, geht doch. So fährt man. Komm schon, ich brauche noch ein paar Positionen. Oh, was war das denn? Was fährt der denn auf einmal so langsam? Da fahren welche in die Box. Nein, ey, ich könnte gerade echt heulen. Ich versuche hier alles und es klappt einfach nicht. So viele Retries habe ich noch nie benutzt und eigentlich benutze ich die ja auch nie. Aber das ist einfach so scheiße, wie die KI fährt teilweise. Einfach teilweise richtig scheiße, die KI. So, neuer Versuch. Guckt euch das mal an, wie langsam der auf einmal wird. Oh mein Gott. Schon wieder nicht. Ey, ich krieg einen Kollaps. Ich krieg echt gerade hier einen Kollaps. Ohne Scheiß, Leute. Ich möchte diese verkackte Kurve ohne Kollision beenden. Mann! Mann! Ey, das geht noch 100 Mal so. Es tut mir leid, aber das ist gerade richtig behindert. Das ist richtig behindert, wie die KI hier einfach fährt. Mein Gott, ey! Letzter Versuch jetzt. Ich muss doch da irgendwie vorbeikommen, ohne den wegzurahmen. Das ist doch nicht normal. Ach so, Engine ist overheated. Ist klar. Von was denn bitte? Von dem Zurückspulen? So, jetzt. Ne. Hey, was ist denn das? Ey, das ist doch nicht normal. Was ist denn das? Auf einmal komme ich einfach nicht um die Kurve rum. Richtig scheiße, einfach nur. Jawohl, Caution. Ja, das war ja klar. Round over, 15. Och Mann, ich hätte noch so viele Positionen gut machen können. Och nee, das ist richtig. Boah, ich hasse das an dem Spiel. Ich hasse es einfach. Diese scheiß KI teilweise. Ohne Scheiß, ey, das ist richtig kacke. Wegen dieser Scheiße ist jetzt auch noch mein Dingens. Und jetzt... Mann. So, jetzt müssen alle zum Boxenstopp. Ja, und ich verliere richtig viel Zeit einfach nur, weil ich muss alle Reifen wechseln, muss auftanken und noch reparieren. Mann, ich könnte gerade, ohne Scheiß, ich bin richtig angepisst. Ich krieg gerade Hitzewelle vor Wut. Und es ist schon genug warm. Fuck, 18 Sekunden dauert der ganze Scheiß. Ma. Oh nein. So kann ich natürlich nicht wirklich was gut machen. Scheiße. Ich muss einfach gleich alles geben. So, here we go. Reifenwechsel, Auftanken und Reparatur. Mal sehen, wann die ersten vorbeikommen. Ich weiß es nicht. So, da fahren schon die ersten wieder. Das heißt, ich bin sehr, sehr spät erst. So, jetzt kommt schon. Lass mich runter. Fahr. Komm schon. Ja, yeah, und wo bin ich? Ja, auf der 14. Oh. Ein Platz gut gemacht. So. Puh. So, jetzt müssen wir alles geben. Alles müssen wir jetzt in die Waagschale werfen. Second caution, get ready. Hä, was ist denn jetzt los? Was war was denn? Okay, wieder einen Bug im Spiel gehabt. Wir gehen nicht an die Box. Wir starten von der 14 immer noch. Okay, das war wie gesagt wieder so ein dummer Bug. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, dass wir wenigstens noch ein bisschen was rausholen können, weil Kohle. Oh Mann, ey. Ich bin gerade richtig... Ich bin gerade richtig übelst angepisst von diesem Rennen bisher. Jawohl. Gut. Jetzt habe ich schon mal einiges gewonnen. Jawohl, jawohl. Komm schon. Jetzt alles geben einfach. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir jetzt fahren. Weil oben links steht, wir haben 19 von 18 Runden. Ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Frag mich nicht.
tucked in behind you. So, Konzentration, jawohl. Oh, so hätte es doch die ganze Zeit auch schon laufen können. Ich bin in den Top 10. Ich bin in den Top 10. Sehr gut. Denny Hamlin gewinnt. Was war das denn? Oh, Mann. Scheiße, nur 9. Oh, nein. Ja, Leute, das war das super All-Star-Race. Denny Hamlin nimmt die ganze Kohle mit. Wir werden wenigstens noch 9. Oh nö, ey, das ist gerade richtig scheiße. Es war einfach alles, oh, diese KI, ich werde die mal ein bisschen runtersetzen, vielleicht klappt es ja dann besser. Ich habe keine Ahnung. Och, fuck it, Alter, ohne Scheiß. Ich bin gerade richtig, oh, das ärgert mich gerade. Schauen wir mal, wie viel Kohle wir jetzt haben. 279.000 Credits, wenigstens haben wir ein bisschen was. Wir können noch eben was entwickeln. Engine Specialist, ach so. Ah ja, Inhouse Engine, genau. Ah, jetzt weiß ich auch, was das mit der Inhouse Engine auf sich hat, aber da werde ich jetzt gerade mal nicht machen. Inhouse Chassis, was können wir denn da machen? Okay, Inhouse Body. Ich würde sagen, wir machen noch was am Motor. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir noch was am Motor machen sollen oder lieber Inhouse Chassis. Schauen wir erstmal auf den Kalender, wo es als nächstes hingeht. Oh, ich bin immer noch nach Charlotte, ja, war ja klar. Gut, dann sollten wir mal gucken. Research and Development. Warte mal, was ist denn das? Short ist es nicht. Ja, gut. Dann haben wir im Grunde schon alles. Komm, wir nehmen hier noch den Superspeed. Wo geht's denn danach hin? Genau. Och, gerade so. Ich bin gerade so angepisst nach Dover. Dover ist auch eine schnelle Strecke. Super, da haben wir ja. Was sollte man denn dann da nehmen? Dover ist auch auf jeden Fall schnell. Komm, wir machen wir den Super Speedway. Den kaufen wir uns noch. Haben jetzt noch 119.000 Credits. Können uns dafür jetzt nichts mehr holen. Nee. Gut. Dann schauen wir jetzt mal eben, wenn wir auf Schedule gehen. Also in den Kalender. Jetzt hier mal eben nur gucken, ob wir jetzt In-House Super Speedway Engine. Aha. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in Charlotte wieder. Ich bin raus, euer Dero. Macht's gut, bis dann. Ciao.